Hier Ivan Villok mit Tante Anna und mit Vitali. Wir sehen Rasputin bei anderer Familie, aber Rasputin nicht wichtig, weil hier Ivan Villok. Tante Anna, ich frage an dich. Ja. Was dein Lieblingstier und wieso du nicht essen? Mein Lieblingstier ist der Bär. Aber du nicht essen Bär? Ich nicht essen Bär. Warum? Bär zu groß, zu stark. Ich kann nicht schlachten. Ja, aber vielleicht in... Ich keine Kraft. Vielleicht in Dose. Bär in Dose. Dosen. Dosenbär. Wo? Oder Bär in Hose. Gummibär. Hosen. Ja, nein, oder Gummibär. Gummibär. Ich esse Gummibär. Jawohl. Vitali, du auch Bär? Nein, mein Lieblingstier ist Elefant. Ja, aber wie schmeckt Elefant? Keine Ahnung, ich hab noch keinen probiert. Aber du willst auch nicht essen, Elefant? Nein. Aber hast du zu Hause Elefant im Wohnzimmer? Nein. Auch nicht. Tante Anna auch nicht. Ich habe zu Hause Bär im Kinderzimmer. Ah. Ja, Kind. Aber nicht zum Essen. Aber du bist doch nicht mehr der Kind. Nein, ich habe Kinder. Ah. Und aber ich war auch, meine Kinder haben Kinder. Als ich vor 10 Jahren gemacht habe bei dir Urlaub zu Hause, du hattest keine Bären im Wohnzimmer. Ja, weil du so viel hast geweint, habe ich gekauft Bären. Ah, aber ich ja nicht mehr da. Du warst nicht mehr da. Ja, ich weiß nicht. Komm wieder zu mir. Ja. Ich habe Bär. Hast du Bär zu Hause? Nein. Kein Bär? Nein. Ah. Rasputin hat ganz viele Bären zu Hause. Ja, Rasputin will ist... Will er uns aufbinden, oder? Naja, Rasputin ist Bärenmann. Will er uns Bären aufbinden? Warum Bär aufbinden? Damit wir tragen. Aber warum Bären tragen? Weil wir dumm sind. Das sagt Rasputin auch. Das sagen nicht. Ja, aber das sagt Rasputin. Ja. Okay. Vitali, du bekommst Schlussworte. Ende und aus. Ende und aus. Das war Ivan Villok mit Vitali und Tante Anna und Rasputin an andere Tischschule, komische Zeug. Dankeschön fürs Einschalten. Bis nächste Mal ohne Tante Anna und ohne Vitali. Tschüss.